Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Es ist wieder Zeit für einen Gartenrundgang. Wir haben November und der heutige Drehtag, ja, ist so ein bisschen herbstlich relativ warm. Ihr habt es gerade im Intro schon gesehen. Pilze, Pilze, Pilze. Wir hatten so einen Spaß und so viel Freude. Wir haben gesammelt, wir haben geputzt, wir haben gegessen, wir haben getrocknet und es war einfach wunderbar. Die Pilzzeit, zumindest für Steinpilze und vielleicht auch langsam für Maronen, geht langsam zu Ende. Aber wenn ihr noch mehr Lust auf Pilze habt, dann schaut mal hier oben ein Video von Max von der Gartenkanal verlinkt. Er war so oft in den Pilzen und hat die Kamera mitgenommen. Da kann man zumindest so virtuell noch mal eine kleine Pilztour machen. In unserem Gartenrundgang heute werden wir schauen, was noch in den Beeten steht, was wir auch noch ernten können, was unsere Stecklinge machen, was wir noch aussehen können. Und wir werden zusammen natürlich auch noch ein bisschen was in die Erde pflanzen. Außerdem haben wir wie immer auch noch die Auslosung vom Bilderrätsel vom letzten Gartenrundgang und wieder eine neue Verlosung. Klingt ganz spannend, klingt ganz bunt, fangen wir's an. Los geht's! Beginnen wir hier bei Hochbeet Nummer 1, denn jetzt ist es ja auch Thema, die Beete winterfest zu machen. Aber vorab möchten wir uns bei euch noch bedanken für eure Bestellung von unserem Bio-Saatgutkalender. Wir haben alle Rückstände jetzt aufholen können und alle schon rausschicken können. Und jetzt können wir aktuell die Bestellung ja direkt raussenden. Das dauert allerdings bei uns dennoch so 3 bis 5 Tage, denn es ist alles Handarbeit und wir sind ja ein kleiner persönlicher Kiosk und kein riesen Versandhaus. Also vielen Dank für euer Verständnis und vor allen Dingen vielen Dank für eure Unterstützung. Der Link zu dem Kalender ist unter dem Video in der Infobox. Hier bei unserem Hochbeet seht ihr vorne stehen noch einige Salate drin. Und okay, es ist jetzt nicht mehr die Riesenernte, aber wir können jetzt noch frischen Salat ernten. Ob jetzt fürs Brot oder von mehreren Köpfen gesammelt für einen schönen Salat, das ist total toll. Auch Postenlein steht hier drin. Und ihr seht dahinter das Grün, da stehen Möhren und Wurzelpetersilie. Und die werden wir jetzt gleich winterfest machen. Das Schöne an der Wurzelpetersilie ist, dass wir das Grün, was oben raus wächst, ich zeige es euch mal. Ihr könnt das gut sehen, das ist wirklich wie glatte Petersilie. Ich habe also unten eine Wurzel, die ich ernten kann und oben habe ich das Grün wie bei der glatten Petersilie. Ich habe die gestern auch noch mit Kartoffeln zusammen zu Stampf verarbeitet. Ihr seht schon, ich bin begeistert und bei allen Gemüsen, wo wir begeistert sind, die wandern bei uns in unser Sortiment. Das heißt, die Wurzelpetersilie gibt es jetzt ganz bald auch bei uns im Shop. Kommen wir zurück zu der Geschichte mit dem Winterfest machen. Die Möhren und die Wurzelpetersilie werde ich jetzt nicht alle ernten. Wir haben das mal gemacht und das kann man machen, Möhren einsanden. Aber bei uns ist der Winter relativ mild und deswegen werden wir dieses Beet einfach winterfest machen. Wir werden es mit Stroh bedecken zwischen den Reihen. Das Grün wird also rausgucken, so dass der Frost da nicht in den Boden einziehen kann und wir nach Bedarf den ganzen Winter über ernten können. Los geht's. Was brauche ich dafür? Stroh. Schön zudecken alles. Ich habe das hier mit Stroh abgemulcht, da bin dabei. Wir könnten natürlich stattdessen auch Laub nehmen, zum Beispiel vom Apfelbaum, vom Fliederbaum oder von anderen Bäumen, vielleicht auch von Laub von Nachbarn. Was wir allerdings nicht nehmen sollten, ihr seht hier die Blätter, das sind Blätter vom Walnussbaum oder auch von der Eiche. Hier drüber steht ein großer Walnussbaum und Walnussbaumblätter, die gehören auch nicht auf dem Kompost, die verrotten nicht richtig und die haben so Gerbstoffe drin, das passt nicht. Deswegen hole ich die jetzt hier raus und werde das alles schön mit Stroh abdecken, damit wir im Winter hier auch schön ernten können. Aber natürlich möchte ich im Winter nicht nur hier im Hochbeet ernten, sondern auch weiterhin im Gewächshaus. Deswegen werden wir da gleich mal schauen, wie es da aussieht. Und natürlich werde ich auch da was in die Erde bringen. Hier im Gewächshaus habe ich euch letztes Mal beim Gartenrundgang gezeigt, dass da die Schlangengurke Arola drin steht. Jetzt steht sie immer noch drin, zugegebenermaßen. Sie wird jetzt nicht mehr sonderlich weiter wachsen, aber ich glaube, ein oder zwei Früchte können wir gleich noch beernten. Eben habe ich davon gesprochen, dass ich noch was in die Erde bringen möchte. Und genau das hier ist es, die Platte mit Salat, Batavia-Salat ist das, aus der Herbstaussaat. Zugegebenermaßen, das sind Restpflanzen, aber wenn wir Glück haben, und es, was heißt Glück, aber wenn es ein milder Winter ist, dann werden die das im Gewächshaus schaffen, im Vergleich zu den Salaten, von denen ich eben im Hochbeet gesprochen habe. Die sind beim Frost weg, die haben vielleicht noch Chancen, ja, was zu werden, und Versuch macht klug, deswegen werde ich die jetzt im Gewächshaus einbuddeln. Ah, da ist die Gurke. So,
Tobi, guck mal, wie gut sich dein Steckling hier macht. Dankeschön nochmal. Das ist eine japanische Wollmispel. Jetzt hole ich hier noch die Früchte raus. Eine, naja, die ist nicht ganz so schön, aber die hier, hallo, wir haben November. Schaut mal hier, guck mal. Okay, hepp und hepp. Mein Gärtner ist natürlich immer am Start. Die Pflanze hole ich jetzt raus, die wächst ja eh nicht mehr weiter und an der Stelle werden wir dann den Batavia-Salat in die Erde setzen. Ist hier abgegangen. Einmal das ganze Laub hier raus. Ja, die ist schon ein bisschen angefressen, aber immerhin, wenn wir das wegschneiden, können wir das auch noch essen. Laub kommt auf den Kompost und ich lockere jetzt noch die Erde auf. Gärtner? Die brauchen wir auch nicht. Die kommen auch raus. Doing. Ich habe jetzt hier das Laub weggemacht und auch ein bisschen den Mulch zur Seite. Den Mulch werde ich später wieder drauf machen, also was hier so chaotisch aussieht. Und jetzt kommen die Pflanzen in die Erde. Ihr wisst es ja, beim Salat ist wichtig, dass wir den nicht so tief einpflanzen, damit er einfach nicht wegfault. Hier im Quickpot habe ich jetzt zwei Pflanzen drin, kein Problem, die teile ich einfach. Mache ich eine kleine Mulde, drücke ihn an. Natürlich darf ich das Angießen nachher nicht vergessen. Ein milder Winter hat natürlich den Vorteil, dass wir schön Salat ernten können. Aber ein strenger Winter wäre auch ganz schön, weil er natürlich die ganzen Schädlinge in Zaum hält. Also so oder so haben wir einen Gewinn und der Winter kann kommen. Bei den Pflanzen nehme ich natürlich hier die getrockneten, leicht verfaulten Blätter ab. Die brauchen wir sowieso nicht mehr. Die kommen einfach auf die Erde. So, mit viel Liebe und vorsichtig zuppel ich die auseinander. Fallen schon fast von alleine hin auseinander und dann kommen die hier in die Erde. Ach, ich liebe Batavia-Salat. Hatte ich schon gesagt, dass es mein Lieblingssalat ist. Den kann man im Kopf ganz toll ernten, den kann man aber auch wie einen Pflücksalat beernten. Der ist super. Vielleicht seht ihr schon daneben hier, da steht Rauke und die muss ich auf jeden Fall noch ausdünnen, wenn das noch was werden soll, also Rucola. Was man jetzt im Gewächshaus noch alles aussehen könnte, das schauen wir uns gleich zusammen mit dem Aussaatkalender nochmal an. Ich mache jetzt erstmal fertig und dann gucken wir gleich in Sachen Aussaat weiter. Einmal angießen. Von oben. So, lieber Salat, einmal wachsen bitte. Die Salate habe ich jetzt im Gewächshaus versenkt, habt ihr gesehen. Ich habe nicht mehr Platz, aber wenn ihr noch Platz habt und noch ein bisschen was aussehen möchtet in unserem Aussaatkalender, haben wir noch vermerkt, dass ihr jetzt, wie gesagt, Salatrauke noch im Gewächshaus aussehen könnt, aber auch Asiasalat oder Winterkresse, auch bekannt als Barbara-Kresse. Und wer es ganz verrückt haben will, der kann jetzt im Gewächshaus auch noch Möhren aussehen und kann die dann ja im Frühjahr, März, April dann direkt schon ernten. Ist also ein spezielleres Projekt, sage ich jetzt mal. Wir machen es einfach nicht aus dem Grunde, da wir so viele Möhren haben, die, wie eben im Hochbeet gesehen, eingelagert sind, sodass wir da gar keinen Bedarf haben. Aber es geht und es macht Spaß. Ein paar Fragen erreichten uns via E-Mail über meine Stiefel. Also was ich so an Klamotten trage, habe ich ja schon öfters gehört. Ihr wisst, ich nähe gerne. Aber ich habe jetzt tatsächlich Gummistiefel gefunden, mit denen ich total glücklich bin. Da kann man schön dicke Socken drin anziehen, aber die kann man auch ohne gut tragen. Das sind rote, die gibt es aber auch in anderen Farben und die sind unheimlich flexibel. Und ich bin total begeistert von denen. Und da ihr gefragt habt, vielleicht interessiert es noch mehr, die packe ich mit Link in die Infobox unter dieses Video oder auch in dem Blogartikel. Zu dem Video sind die auch drin verlinkt. So, und jetzt geht's weiter mit dem Gewinnspiel. Wer hat gewonnen? Wer bekommt das Emiko-San? Und wer macht mit beim nächsten Bilderrätsel? Ihr Lieben, ihr wundert euch vielleicht, wo ich jetzt hier sitze. Im Garten gibt es natürlich jede Menge Projekte und Beetarbeit, aber jetzt im Herbst wurde es ein bisschen ruhiger und ich bin meinem Gärtner sehr, sehr dankbar und seinem Freund David ebenso, denn die beiden haben so tatkräftig angepackt, sodass jetzt hier dieses Spielhaus für die kleine Gärtnerin gebaut werden konnte.
Kommen wir jetzt mal zum Bilderrätsel. Ich hatte euch letztes Mal gefragt, was wir da für eine Pflanze eingeblendet haben. Es ist der schwarze Nachtschatten gewesen, keine Kartoffel, sondern dieser schwarze Nachtschatten, den man im Garten auf jeden Fall entfernen möchte, weil giftig. Und passt aber zur Thematik Herbst, Schatten, Schattenarbeiten. Und zu verlosen gab es 3 Flaschen von dem Emicosan, also ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Kräuterauszug, vegan, laktosefrei, um eben die Darmflora so ein bisschen zu unterstützen, anzuheizen. Ich benutze das immer wieder gerne im Frühjahr als auch im Herbst. Und gewonnen haben die 3 folgenden Personen. Ich lug auf meinen Zettel. Zum einen Zinimini heißt sie, dann Werner Sande und Annette Günner. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt uns einfach eine E-Mail mit der Adresse, dass wir dafür sorgen können, dass das Emicosan bei euch landet. Natürlich haben wir wieder ein Bilderrätsel für euch. Wir werden euch jetzt wieder eine Pflanze einblenden. Ihr schreibt wie gewohnt in die Kommentare unter das Video mit dem Hashtag Bilderrätsel, was es für eine Pflanze ist. Und diesmal gibt es einfach nur wieder ein Saatguttütchen aus unserem Sortiment, eurem Wunsch nach, zu gewinnen. Wichtig ist der Spaß, der dabei zählt, und ich drücke euch ganz feste die Daumen. Wir haben eben ein bisschen winterfest gemacht, wir haben noch was gepflanzt. Ich habe euch erzählt, was ihr noch aussehen könntet. Was natürlich noch fehlt, das ist die Ernte. Und es gibt noch so viel zur Ernte. Fangen wir mal an. Hier im Garten seht ihr neben mir die Kartoffeltonnen. Ihr wisst natürlich, die sind mit Kohl nachbepflanzt worden. Und wir haben dieses Jahr in 4 Tonnen 4 Blumenkohl-Jungpflanzen eingesetzt und 2 davon sind nur kaputt gegangen. Das heißt, wir haben genau 14 Blumenkohlköpfe, die schön geworden sind und die wir jetzt schon öfters beerntet haben und ein paar sind noch da. Und das ist so lecker. Dieser späte Blumenkohl schmeckt einfach nur genial. Wichtig dabei ist aber, dass wir eine späte Sorte verwenden. Wenn ihr bei uns schon mal gestöbert oder geshoppt habt, dann seht ihr, dass wir für viele Kohlpflanzen frühe als auch späte Sorten haben. Und für den Blumenkohl gibt es das eben auch, eine späte Blumenkohlsorte, die dann besonders widerstandsfähig und robust ist. Und ihr seht ja, die man prima beernten kann. Was wir auch prima beernten können, ist, hinter mir im Low-Budget-Hochbeet steht der Spinat. Die ersten Pflanzen fangen an, in Blüte zu gehen, das heißt, es ist Eisenbahn, den zu ernten. Der wird jetzt abgeerntet. Wir haben zwischendurch schon mal geerntet, aber jetzt ist es Zeit da für die Vollernte. Natürlich haben wir nicht nur Blumenkohl noch ordentlich im Garten zu ernten, sondern eben auch Palmkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Spitzkohl und auch noch Wirsing steht an verschiedenen Stellen, sodass wir nach Bedarf immer wieder ernten können, was mich super freut. Ich verarbeite das in der Regel in der Küche und diese Vielfalt aus dem Garten, ja, macht mich ehrlich gesagt sehr glücklich. Was wir auch noch im Gemüsebeet stehen haben, sind die Jakonpflanzen. Die sind jetzt riesengroß geworden und wir hatten schon so ein bisschen Frost und das sieht man an den ein oder anderen Blättern, die sind dann schon ein bisschen braun geworden, aber insgesamt stehen die noch ganz gut. Wenn da der Frost wirklich rübergezogen ist und die grünen Blätter ja so eine braune, schrumpelige Form angenommen haben, dann ist es Zeit, die zu ernten. Aber Tipp von uns, absolut, auch wenn ihr die im Kübel angebaut habt, einfach abschneiden und dann frostfrei überwintern und über diese Zeit verwandelt sich die Stärke in Zucker und ja, so ab Januar, Februar, da kann man anfangen, die Speicherknollen dann zu ernten und sie schmecken dann ja ein bisschen süßer, als wenn wir sie jetzt eben direkt verzehren würden. Dann haben sie eher so ein knackiges Aroma, so ein bisschen wie ja, Apfel, Kohlrabi und wenn wir sie später dann im frühen Frühjahr anfangen zu essen, dann ist sie ja so wirklich so ein bisschen süß. Immer wieder und regelmäßig beerntet wird bei uns natürlich auch der Knollensellerie, der Stangensellerie und auch noch die Kartoffeln. Ihr habt mitbekommen, wir haben die in einem Beet stehen und ernten die nach Bedarf. Das klappt bisher ganz gut. Vielleicht habt ihr das gesehen bei dem Video, wo wir Rösti gemacht haben in der Selbstversorgerküche. Natürlich haben wir nicht nur Knollensellerie und Kartoffeln hier im Garten als Wurzelwerk, sondern noch einiges mehr. Das steht in Hochbeet Nummer 4 und damit werde ich jetzt mein Erntekörbchen befüllen.
Hier in unserem Hochbeet Nummer 4 haben wir ganz viel Wurzelgemüse drin. Zum einen steht hier direkt neben mir die Haferwurzel. Und ihr seht schon, da ist recht viel frisches Grün dran. Und das Grün ist auch essbar. Also das kann ich beim Spazierengehen durch den Garten einfach naschen und direkt so essen. Oder ich ernte mir ein bisschen mehr und nehme es mit in die Küche. Direkt daneben stehen Schwarzwurzeln und daneben stehen Pastinaken. Auch da kann ich das Grün essen. Und vielleicht fragt ihr euch, wieso hat sie das ganze Wurzelgemüse nebeneinander stehen? Was ist denn mit Mischkultur? Ja, die Bilderbuch-Mischkultur ist es nicht. Die drei nebeneinander sind jetzt nicht die perfekte Mischkultur, aber wir haben es mehrere Jahre schon so gemacht und es funktioniert einfach. Vielleicht muss man das mit den Mischkulturen als Idee nehmen, aber nicht unbedingt als absoluten Katalog. Zugegebenermaßen, die stehen hier den ganzen Winter über, die stehen im Hochbeet, das ist eine sehr angenehme Höhe, die können wunderbar nach unten wurzeln und auch lange, lange wachsen. Besonders schön ist bei den Wurzelgemüsen jetzt hier auch, dass die absolut frostfest sind. Also wenn es friert, das ist kein Problem. Die bleiben drin, die gehen nicht kaputt. Ich kann sie dann zwar nicht ernten, ich muss dann schauen, dass der Frost wieder weg ist, dass sie nicht eingefroren sind. Dann kann ich sie auch ernten. Aber ich kann mir auch einen kleinen Trick zunutze machen. Wenn ich weiß, jetzt kommen die starken Fröste, dann gehen wir auch hier mit Stroh her und mulchen das Beet ordentlich ab, sodass der Frost dann nicht so die Chance hat, tief in die Erde zu kommen. Dann können wir nämlich immer ernten, wenn wir das eben wollen. Und ich rede so viel über Ernte, wir fangen es jetzt mal an. Gerade bei Wurzelgemüse benutze ich gerne diesen Multispaten, den wir auch bei uns im Shop aufgenommen haben. Der ist nämlich nicht nur für Löwenzahnwurzeln sehr praktisch, sondern auch zur Ernte von Wurzelgemüse. Den gibt es auch ein bisschen kleiner, der war gerade auf dem Weg hier. Den werde ich jetzt benutzen und wir werden mal ein bisschen was ausbuddeln. So, ich gucke mal. Ich habe hier viel Grün. Ich taste ein bisschen in der Erde. Ich buddel ein bisschen vor. Ja, die können hier auch noch ordentlich nachwachsen, aber ein paar sind schon ein bisschen größer. Schwarzwurzel kann man gut unter fließendem Wasser einfach schälen und ich bereite sie sehr gerne, ja, wie so ein Spargel zu. Einfach in der Pfanne dünsten mit ein bisschen Zitrone, Salz, Olivenöl. Das schmeckt. Jetzt haben wir schon zwei. Ich suche jetzt noch nach Grünzeug, was ordentlich buschig aus der Erde guckt, weil da verspreche ich mir einfach von, dass es, ja, wie oben so unten, dass es unter der Erde auch schon eine gute Wurzel hat. Ich fühle ein bisschen an, buddel ein bisschen und nach dem Prinzip suche ich mir das Gemüse hier aus. Aber Oma isst auch gerne Schwarzwurzeln, ne? Gärtner, dann machen wir heute Schwarzwurzeln. Wollten wir eh schon längst machen. Ja. Wo viel Grünzeug oben dran ist und ich fühlen kann, ist auch unten eine schöne lange Wurzel dran. Und ich würde sagen, das macht Freude, oder? Ich hoffe, es ist bei euch auch so. Schwarzwurzeln habe ich jetzt einige. Was ich jetzt noch haben möchte, sind eben die Haferwurzeln. Die Haferwurzeln sind ein bisschen verspielter und bilden manchmal so Nebenwurzeln aus. Ja, da reicht es, die auch einfach ordentlich abzubürsten. Die muss man gar nicht großartig schälen. Die Haferwurzel ist nicht ganz so zuverlässig bei uns jetzt wie die Schwarzwurzel von der Größe her. Das hier sieht schon ganz gut aus, aber selbst die ist nicht die größte. Ich muss zugeben, das liegt jetzt hier aber auch daran, dass ich die Reihe nicht ordentlich ausgedünnt habe. Und wie bei Möhren auch, wenn die Wurzel nicht genug Platz hat, dann kann sie natürlich auch nicht wachsen. Witzig ist jetzt hier auch, dass ich einige dabei habe, ja, die so ein bisschen lustig aussehen. Egal, schmecken wird sie trotzdem sehr gut. Und da ist auch noch jede Menge frisches Grünzeug dabei, was ich eben auch in der Küche verwenden kann. Schwarzwurzeln, Haferwurzeln, Pastinaken hole ich jetzt auch noch raus. Gleiches Prinzip auch hier, viel Grünzeug, ein bisschen anbuddeln, gucken und hoffen, dass man eine schöne Wurzel gefunden hat. Ein bisschen lockern. Sagte ich schon, dass der Anbau im Hochbeet sehr bequem ist. Einmal. Anbuddeln, Multispaten, Ufa, anlockern, lockern,
Die ist ein bisschen lustiger und knubbeliger, aber auch hier, die wird gut schmecken. Eine hole ich noch raus. Ein bisschen wie Schätze ausgraben, ne? Da ist das Grün direkt ab. Heute gibt es Wurzelgemüse zum Essen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir Beete winterfest machen, dass wir sie mit Stroh abmulchen, auch wenn das Wurzelgemüse jetzt hier frosthart ist. Es gibt ja Pflanzen, die sind nicht so frosthart. Und wenn ihr es letztes Mal gesehen habt im Gartenrundgang, da können wir Stecklinge schneiden. Wir haben das bei der Feige und bei der Süßkartoffel gemacht. Und jetzt in den Einblendungen könnt ihr sehen, wie es diesen Stecklingen geht. Vielleicht noch ganz interessant, die bekommen noch eine Zusatzbeleuchtung. Das heißt, wir verlängern morgens und abends das Licht, damit die ein bisschen kräftiger und vitaler wachsen können. Frage an euch, habt ihr Interesse, ja, so ein Video zum Vergleich von der technischen Ausstattung der Anzuchtlampen mal zu sehen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir haben ja jetzt einige getestet. Ich glaube, so ein Video könnten wir langsam mal machen. Von den Stecklingen geht es jetzt noch zur Steckrübe. Das ist noch eine Kultur, die steht hier nebenan und da gehen wir jetzt zusammen hin. Hier im sonnigen Gemüsegarten steht hier links noch eine Reihe Brokkoli. Da habe ich gerade letztens noch die Achseln, die kleinen Röschen geerntet. Genial, mega, mega lecker. Daneben stand der Basilikum und hier haben wir Steckrüben eine ganze Reihe stehen. Vor den Steckrüben stand an der Stelle Knoblauch und so Ende Juli kamen die Jungpflanzen der Steckrüben hier rein. Ich hole mal eine raus. Bisschen Erde abschütteln. Steckrübe ist ja so ein Gemüse, was unsere Großeltern und Urgroßeltern auch noch kennen. Und die sieht ja ganz prächtig aus. Unten ist sie so ein bisschen gelber, obenrum ist sie ein bisschen grün. Das Laub ist auch noch kräftig und grün. Die Frage an euch ist jetzt, Steckrübe, baut ihr sie an und habt ihr ultimative Rezeptideen? Da würde ich mich unheimlich drüber freuen in den Kommentaren unter dem Video. Ich weiß, man kann sie gut mit Orangensaft zusammen kochen oder sie auch nicht ganz so sehr durchkochen. Dann schmeckt sie auch ganz gut geraspelt am Ende in der Suppe oder so. Aber das reicht mir nicht. Und Steckrübe ist bei uns in der Familie jetzt nicht so das Lieblingsgemüse, aber vielleicht bald. Und vielleicht dank euren Rezeptvorschlägen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das war der Gartenrundgang November und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Dann quittiert uns das wie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich freue mich genauso auch über eure Kommentare und eure Teilnahme am Bilderrätsel. Es macht ja einfach Spaß. Wir haben was verlinkt zum Weiterschauen. Einmal hier oben die Playlist über unseren Gemüseanbau und hier unten noch ein Rezeptvideo. Denn jetzt ist es Zeit, ihr könnt Palmkohl ernten, ihr könnt Grünkohlblätter ernten. Und da in dem Rezept haben wir gezeigt, wie wir den verarbeiten. Ich würde mal sagen, viel Spaß bei euch im Garten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.